Zeitpunkt des Impfgipfels ist eine schwere Fehlentscheidung. Es gibt mehr Verunsicherung im Land. Wir brauchen aber jetzt eher klare Fakten. Wir brauchen eine Abstimmung der Impfprozesse in den Ländern und den Gemeinden mit dem Bund in dieser neuen Lage. Statt also weniger miteinander zu sprechen, muss jetzt mehr gesprochen werden. Unsere Forderung ist, dass der Impfgipfel umgehend stattfindet. Bei diesem Impfgipfel muss der Hersteller AstraZeneca mit an den Tisch. Es müssen alle Zahlen, alle medizinischen Forschungsergebnisse auf den Tisch, damit schnellstmöglich eine Bewertung möglich ist, ob dieser Impfstoff weiter verimpft werden kann bzw. an wen. Es darf nicht zu einer dauerhaften Impfverzögerung kommen, denn davon hängt ja die Verhinderung enormen sozialen und wirtschaftlichen Schadens hier im Land ab. Wir sind in großer Sorge wegen der aktuellen Entscheidung, dass wir viele Wochen verlieren könnten, wo das Impfen doch das Versprechen war, dass es in unserem Land wieder schrittweise zu mehr Normalität kommt. Die Bundesregierung ist jetzt gefordert, angesichts dieser dramatischen Entwicklungen das Gespräch zu suchen, ob der jetzt nicht verimpfte AstraZeneca-Impfstoff durch andere Hersteller mindestens zeitweilig ersetzt werden kann. Es ist zu prüfen, ob auf einer freiwilligen Basis dieser Impfstoff an Menschen abgegeben werden kann, die das für sich wünschen. Und wir brauchen nichtsdestoweniger eine rasche Abstimmung mit den Hausärztinnen, Fachärzten und den Betriebsärzten, damit jetzt baldmöglichst auch im niedergelassenen Bereich geimpft werden kann. Hier bahnt sich ein erneutes, sehr dramatisches Managementversagen der Regierung an. Wir müssen uns die wissenschaftliche Auswertung ansehen. Tatsächlich ist es eine sehr dramatische Entscheidung der Bundesregierung, das Impfen auszusetzen, angesichts der großen Vorteile, gesundheitlichen Vorteile, die die Impfung für die große Zahl der Menschen hat. Deshalb wäre es wichtig, auf einem Impfgipfel über diese Entscheidung der Bundesregierung zu sprechen, mit dem Hersteller, mit Wissenschaftlern, mit dem Bereich der niedergelassenen Ärzte. Denn nicht zu impfen ist ebenfalls ein Risiko und es muss genau abgewogen werden, ob die Aussetzung verantwortbar ist. Ich habe Zweifel. Statt den Impfgipfel jetzt durchzuführen, die Kanzlerin nicht präsent. Wie empfinden Sie das? Geht die Kanzlerin jetzt auf Tauchstation in der Situation, wo sie eigentlich gefragt wird? Die Bundesregierung unterschätzt, die Kanzlerin unterschätzt die jetzige Situation, wie ich glaube, sehr dramatisch. Es ist eine große Verunsicherung in der Bevölkerung, es ist Groll unter den Menschen. Es gibt große Verunsicherung bei denen, die jetzt impfen sollen. Und jetzt ist mehr Kommunikation, mehr Austausch nötig. Kanzlerin und Herr Spahn müssen sich erklären, auf welcher Grundlage wurde entschieden. Und sie müssen Alternativen aufzeigen. Kann man andere Impfstoffe vorziehen, freiwillige Basis, Gespräche mit Herrn Biden, was auch immer möglich ist. Wenn wir jetzt einige Wochen verlieren, hat das dramatische Auswirkungen auf die sozialen Folgen, auf die wirtschaftlichen Folgen und vor allen Dingen auf die Akzeptanz der Pandemie. Politik insgesamt. Ist der Spahn auch der richtige Amt oder finden Sie das für einen neuen Gesundheitsminister? Da kann sich jeder sein Urteil selber bilden. Ich will sagen, dass das Management der Pandemiepolitik insgesamt und vieles entscheidet ja nicht mehr Herr Spahn, sondern wird im Kanzleramt entschieden, nicht mehr befriedigend ist. Deshalb kann man nur sagen, wir brauchen insgesamt eine neue Bundesregierung. Alles klar. Danke.